So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Atlantis. Heute gucken wir mal, ob wir weiterkommen mit den Monumenten. Ich habe ein bisschen Clay gesammelt und ich habe auch noch mal ein bisschen Blaze Rods mit besorgt, denn wir brauchen ja auch noch welche für das Endportal hier. Da werden wir ganz viel Spaß dabei noch haben. Ich würde mal ein paar von den restlichen Farbstoffen, die ich habe, vercraften. Uns fehlte, glaube ich, noch das Hellgrüne, dann das Orangene und das Braune. Und die Farbstoffe hatte ich ja zwischenzeitlich kassiert. Das war grün, das ist orange und das ist braun. Und dann, ja, schauen wir mal. Das war orange. So, ab geht's nach oben und wir gucken uns mal an, was wir als Belohnung bekommen. Ich hoffe ja, dass es eine Kuh ist, weil ich brauche noch einen Milcheimer für Dings, ihr wisst schon. Ich habe auch mal hier das Wasser zugemacht, was hier von oben runter geflossen ist, denn die Hasen, oder einer der Hasen ist gestorben, ist ertrunken. Und bei den Kühen, eigentlich müsste noch eine zweite rumlaufen. Wo ist denn die zweite hin? Ach, die sind, okay, die sind beide da drüben drin. Okay, damit kann ich leben. Ich bin gerade oben gelandet. Zuckerrohr nicht weiter gewachsen derzeit. Sehr gut. Ich gehe nochmal runter. Ich muss nämlich da rein, wo die Kühe drin stehen, um zum Mittleren zu kommen für die Dings. Aha, danke, dass ihr das nicht blockiert. So, und zwar die Monumente sind hier. Lass mal gucken. Hier kommt White. Okay, da muss ich... Ah, mit Bone muss ich machen. Mit Bone Meal. Ich habe sogar noch genug Clay übrig, aber... Light Gray. Lime. Lime, Hardened Clay. Okay, das war richtig. Das hier ist Lime. Ist mir auf den Lime gegangen. Ah, Monument Complete. Sehr gut. Dann als nächstes haben wir hier... Cyan. Brown. Hier kommen wir mit Brauner hin. Brown Stained Clay. Heißt halt Hardened Clay hier gerade. Zack, das müsste auch komplett sein. Als nächstes brauche ich Orange. Yellow. Pink. Magenta. Blue, wahrscheinlich hier kommt Orange. Ja, hier ist Orange. Orange Stained Clay. Dann gucken wir mal, was wir da unten alles jetzt zusammenbekommen haben. Tada, das sollte auch komplett sein. Einmal rausgehen, danke. Einmal wieder direkt nach unten gehen. Und wir haben Kühe endlich. Ja... Ich musste noch ein, was kriegen mit Breed to Cows oder so. Und außerdem kann ich jetzt mal hier einen Wassereimer mir holen. Soll ich das Weizen zum Paaren nehmen oder muss ich noch was anderes machen? Die Seeds habe ich ja. Brot habe ich auch schon gebacken. Das heißt, ich kann das da hier als zum Paaren nehmen. Helpful Clownfish, Looting 3. Oh, den habe ich auch bekommen durch das Monument hier oben. Zunächst mal, ich habe Kühe gekriegt. Und was noch? Nix. Einfach nur Kühe und den Clownfisch. Ich habe doch drei Monumente gemacht. Was gab es da denn noch zu? Ah, hier Prismarine Crystals in Stack. Ja, zu blöd, dass ich das Ding da oben schon fertig habe. Ja, klasse. Naja, es ist erstmal Wurst. Kommt mal her, ihr Kühe mit eurem Weizen. Ich mach mal Kuh plus Kuh gleich Mu. Ah, perfekt. World Border hat sich wieder erhöht um eins. Oh, fehlt gar nicht mehr viel. Dann können wir hier die Dings dran machen. Nächste Kiste dran. Ja, hier kann man... Ich kann theoretisch schon ins End. Also so ist ja nicht. Ab wann geht's hier denn weiter? Bin ich mir noch unsicher. Ich glaube, kann ich jemals überhaupt an das Zuckerrohr ran? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, das ist fake hier. Dann da nochmal eins hin. Und ich würde auch großzügigerweise hier noch eine Fackel setzen, bevor hier auch noch was spawnt. Nämlich dann wegklatscht. Genauso wie hier oben. Andere Preisfrage, was ist denn hier noch in der Ecke links daneben? Nix, okay, ist nur Deko. Das sah gerade so aus. Okay, nächster Schritt. Wir haben hier Monumente und ich glaube, wir sollten uns jetzt mal ein klein wenig... Nee, warte, kurz Achievements. Enchanter, ach, mir fehlt immer noch Zuckerrohr. Das und das End muss ich locaten. Ich gehe mal davon aus, dass ich eine Enderperle habe. Doch, eine Enderperle habe ich bekommen. Am Anfang war hier ein Enderman, der hat die gedroppt. Habe ich noch Blaze Powder irgendwo übrig? Da habe ich noch ein weiterer Blaze Rod vom letzten Mal. Nee, gerade nicht. Machen wir kurz Blaze Powder. Ich tue einfach mal eine Enderperle rein. Oder ein Eye of Ender rein. Und dann sollten wir... Ich hoffe mal, ich habe die Enderperle nicht für was anderes gebraucht. Nee, ich glaube nicht. Na gut, ich mach's von hier rein. So. War das schon Locate? Oh nein. Locate the End war nicht... Das war's nicht. Ich habe gedacht, wenn ich... hier einmal ein Dings treffe oder einmal eine reinsetze oder an die Nähe kommt von dem Ding, gibt es schon Locate the End, weil habe ich ja das End sozusagen located, aber anscheinend muss ich da tatsächlich erst reinspringen, damit das kommt. Okay. Ich muss jetzt reinhüpfen.
Rein auf den Drachen klatschen, das ist so die Hauptaufgabe. Wie soll ich denn an die Wither Skulls kommen? Ich schätze mal, dass es die vielleicht irgendwo in Kisten oder so gibt. Als nächstes Machbares wäre Enchanter. Und Kuchen. Ah, Kuchen kann ich machen. Kuchen kann ich machen. Das heißt, irgendwo ist doch bestimmt noch Eisen übrig. Hier nicht. Hier auch nicht. Da habe ich noch Eisen übrig. Mach mal einen Eimer. Und mach mir hier mal Milch raus. So, und dann backe ich mir einen Kuchen. So, am besten nicht die Pilzkühe anzapfen, sondern die normalen. Besten Dank. Ja, das Häschen hängt ja auch drin fest. Ich habe Eier zwischens... Ah, warte. Achievements. Das Weizen, was ich hatte, habe ich entweder einsetzen können für den Kuchen oder fürs Paaren. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das für einen Kuchen zu nehmen. Fürs Paaren zu nehmen, aber nicht für den Kuchen. Und ich glaube, für den Kuchen brauche ich ebenfalls noch 2 Weizen. Ich habe aber nur noch 1. Das heißt, die Sache mit der Milch kann ich doch wieder nicht machen. Das sind halt die Eier. Gut, Eier raus, Milch raus. Ich tue nochmal ein bisschen Sachen raus. Guckt, Fisch ist mein Essen. Habe ich irgendwo Trash-Kisten? Ja, sind noch Kisten übrig. So, ich mache nochmal ein paar hier Kisten. Obendrauf ist vielleicht schlecht. Dann mache ich nochmal eine Kiste hier hinten dran. Ah, ne, geht ja nicht. Da mache ich eine dran. Da kommt ein Überschuss raus. Hier Kohle, Bricks behalte ich mal. Den ganzen Clay, einen Überschuss, was ich gerade nicht brauche. Den Looting-Fisch brauche ich nicht, denn ich habe ja hier mein Trident. Und der ist ja wohl Looting genug. Was ich vielleicht noch jetzt noch machen sollte, ist, wenn ich jetzt wieder in den Nether gehe und da weiter gucke, weil da sollte es ja Erde geben, dass ich nochmal eine zweite Spitzhacke mitnehme. Denn meine erste sieht schon etwas lediert aus. So, Spitzhacke. Spitzhacke Nummer 2, apropos. Ich tue die mal ganz kurz hier rein, so. Damit ich die dann kombinieren kann später wieder. Ja, Fisch als Essen, Fackeln. Ja, komm. Ich mache nochmal ein paar mehr hiervon. Ich brauche gar keine Sticks unterwegs, glaube ich. 19 Fackeln. Und dann gehen wir mal wieder in den Nether und prügeln uns nach unten durch, hätte ich gesagt. In Richtung, wo wir noch nicht waren, weil da geht es noch wesentlich weiter runter. Na, gucken wir mal. Müssen wir erstmal zum ersten Checkpoint wieder mal gehen. Und seinen Spinnen vorbeiprügeln. Aber vielleicht komme ich jetzt an den letzten Spawner ran, der noch übrig war. Ja, ich glaube. Wir haben ein paar Advanced Achievements freigeschaltet. Advanced E9. Das heißt, ich kann in der Zwischenzeit auch den letzten Spinnen-Spawner kaputt hauen. Und wir haben jetzt hier ein entspanntes Gebiet, sodass ich ohne Spinnenärgernis hier weiter kann. Die Kiste hinten hatten wir schon. Ja, sieht gut aus. So, dann Checkpoint. Okay, wir sind in der Höhle drin. Und irgendwo hier ging es weiter runter, genau. Ja, nicht zugebaut, aber das war ein Wasserpfützchen. Dann let's go. Puh. Geht tiefer nach unten. Und hier haben wir nochmal Clay. Okay, hier schwimmt jetzt Wasser rein. Ah, okay, und hier vorne wahrscheinlich ist... Ah, okay, gut, hier ging es ebenfalls runter. So. Dann lass mal gucken. Ich glaube, wir sind in einem Labyrinth gelandet mal wieder. Ja, genau, oben war ein Labyrinth, dann muss ja hier auch eins sein. Dieses Labyrinth ist vollgespickt wieder mit Clay zwischenzeitlich drin. Soweit so gut. Aber ich würde mal sagen, ich mache es auf die gute alte Taktik und buddel mich einfach senkrecht nach unten. Weil das wesentlich einfacher ist, als, ihr wisst schon, ne? Normal durchzugehen. Ich kann dazwischen nicht immer so checken, was hier abgeht, aber ich würde sagen, hier sind da wieder Mobs. Aber hier ist kein... Ja, das ist schon das Erste. Hier ist kein Wasser drin, das ist schon mal nicht schlecht. Also kein Wasser finde ich gut. Da kann man eigentlich entspannt durch, aber ich behalte hier mal den Wasserstrom, sodass ich mal einfach senkrecht hochschwimmen kann. Wenn ich eine Kiste oder irgendwas sehe, dann kümmere ich mich drum, aber... Das erste. Aha, da ist schon eine Kiste. Oh, ich bin direkt auf einer gelandet. Kaktus, Slime Blocks und jede Menge Glowstone. So, sag ich nicht nein. Oh nein. Oh, hier ist ein Elder Guardian drin. Mining Fatigue. Das war's dann auch schon. Ich sollte mir vielleicht mal ein paar Milch einmal mitnehmen. Mit Mining Fatigue kann ich vergessen. Ich komme hier nicht durch mit dem Zeug. Eigentlich für 5 Minuten. Ist er da bekloppt?
Ja, dann ich gehe mal wieder hoch in die Overworld und hol mir Milcheimer. Ich glaube, das dauert ein bisschen, deswegen schnippel ich. So, meine Freunde, nächster Versuch. 3 Milcheimer am Start. Mehr Eisen hatte ich jetzt erstmal nicht. Ich habe noch was reingelegt zum Schmelzen, aber ich hoffe mal, dass ich halt immer Stück für Stück runterbuddeln kann und dann nehme ich einmal Milch und dann kann ich wieder ein paar Blöcke abbauen, wieder Milch und hin und her und das geht dann die ganze Zeit so weiter. Ich versuche mich da einfach jetzt durchzugraben. Es wird auf jeden Fall ziemlich ekelhaft, schätze ich mal. Oh, ich kann was sehen hier. Oh. Die Kiste ist ein Problem, weil die relativ schwer abbaubar ist. Okay, noch kann ich abbauen, noch kam nicht diese. Okay, doch, da kam es. Und ich glaube, ich habe auch was gesehen. Aha. Drei von den Elder Guardians. Ich kann das von hier ganz gut sehen, weil ich nicht in einem Wasser-Source-Block drin bin. Da sind einfach mal fucking 3 Elder Guardians. Tja, und die Preisfrage ist, kann ich da einfach runtergehen? Schwer zu sagen. Ich habe ein bisschen Schiss davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Da spawnen aber auch Tintenfische. Da sind Tintenfisch-Spawner. Die sollen die vielleicht ein bisschen ablenken. Damit kann ich arbeiten. Ich würde mal senkrecht runterschwimmen, also einmal auffrischen, senkrecht runterschwimmen und versuchen, den Spawner abzubauen. Einfach mal alle Guardians ignorieren und Spawner abbauen. Alles, was ich an Spawnern sehe, abbauen. Komm schon, oh nein, jetzt werde ich gerade angesäbt. Hilfe. Natürlich werde ich auf Doom gesniped gerade. Und es killt mich. Ja, wie zum Geier... Ich bin tot. Wie zum Geier sollte ich da... Oh, ich habe mein Equipment noch. Ich habe, als ich getestet habe, als wir in den Nether gegangen sind, die Game Rule Keep Inventory auf angelassen. Ich habe das ja ein paar Mal getestet und wollte nicht meine Sachen dann irgendwo wieder suchen, dass die komplett verschwunden sind. Da habe ich ja den Nether resettet, weil irgendwie der Durchgang nicht funktioniert hat. Und da habe ich zum Testen die Game Rule angemacht. Soll ich die mal mit drin lassen? Also es ist angenehmer, wenn ich die drin lasse, weil ansonsten werde ich es, glaube ich, nicht durchhalten. Dann werde ich nicht die Geduld haben, das ohne Game Rule durchzuspielen, wenn das so weitergeht. Ich muss mal einen Weg finden, wie ich um diese Guardians da drum rumkomme. Versuch Nummer 2. Stell mir vor, ich hätte jetzt hier den Stab und alles da unten im Loch drin liegen verloren. Und das hätte ich auch niemals wieder bekommen, weil es nämlich despawned wäre. Bevor ich es wieder bekommen hätte. Ich hätte es nämlich in 5 Minuten nicht geschafft, auf den Grund von diesem Ding da runter zu schwimmen. Und also einfach runtertauchen ist schon mal keine Option. Ich werde mal versuchen, irgendwie da außen rum zu arbeiten oder so. Nee, warte, hier ging es runter. Also es ist ja schon mal ziemlich blöd gemacht. Ich gucke mal, ob ich meine Seite irgendwie runterbuddeln kann, oder? Vielleicht, ich hole mir mal ein paar Blöcke. Vielleicht kann ich mich ja mit Blöcken so eine Art Tunnel bauen, den ich dann runterschwimmen kann. Ich kann ja nur nichts abbauen, aber Blöcke setzen kann ich ja. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Und da würde ich mal kurz durch das Stück durchs Labyrinth hier laufen und ein paar Sachen abbauen. Dann versuche ich beim Runterschwimmen aus meinem Loch so um mich herum so einen Tunnel zu bauen, den ich zur Not auch mal wieder zurück kann. Das ist eine gute Idee. Ich kann ja zwischenzeitlich auch nochmal so ein bisschen Labyrinth jetzt gleich mal Blöcke abbauen, wenn ich hier runterschwimme und so. Und ich hoffe einfach mal, dass ich einfach nicht wieder sterbe. Und dann... Es ist ja Bums, ob ich die Game Rule anhatte oder nicht. Eigentlich. Ich gehe mal hier ein kleines Stückchen lang. Lass mal hier gucken. Ja gut, hier ist halt noch viel Clay und so Zeug versteckt, wo man für die Monumente und Zeug farmen kann. Boah, hier geht's aber echt wieder saftig runter. Will ich gar nicht runterjumpen ohne weiteres eigentlich. Ich baue einfach mal so ein paar Blöcke ab hier aus dem Labyrinth. Vielleicht lege ich hier mehrere Gänge frei. Aha, wunderbar. Ich brauche nämlich ein paar Blöcke. Mal schauen, lass mal hier ein paar Blöckchen sammeln. Du. Gib mir die mal. So, ich hoffe mal, der Stack reicht für den Anfang. Ich probiere es einfach mal.
Und ich bin gerade überlegen, echt wegen der Game Rule, also ich würde sagen, ich nutze die nicht aus, sondern versuche trotzdem so zu spielen, wie ich es sonst auch gespielt hätte, wenn ich gewusst oder wenn ich halt alles verloren hätte. Es erleichtert einiges für den Fall des Falles. Ich hoffe einfach mal, ich brauche es nicht wieder, aber das hier ist echt die Hölle. Wie soll ich denn bitteschön hier runterkommen? So. So eine Art. Ich gehe nochmal kurz hoch und erfrisch mich mal kurz hier an. Okay, Luftblasen aufgefüllt. Jetzt habe ich auch Mining Fatigue. Ich tauche mal so ein kleines Stückchen runter. Setze einen Block. Und tauche wieder hoch. Guck halt, ob ich gerade abgeschossen werde oder nicht. Oh nein, jetzt habe ich verkackt. Jetzt hatte ich verkackt. Jetzt habe ich außerdem mein einziges Loch zugebuddelt. Ah, und ich kann hier auch kein Wasser setzen, da wir in Nether sind. Da sehe ich übrigens noch einen Spawner. Okay, soweit so gut. Da wir gerade im Nether sind, kann ich kein Wasser setzen. Und ich kann hier mal so ein kleines bisschen immer die Wasserspots mitnehmen, sodass ich hier reingucken kann. An der Seite, es gibt kaum Möglichkeiten, sich da runter zu buddeln, ne? Kaum. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Okay, Mining Fatigue wieder incoming. Ja, ich baue meinen Schacht hier mal ein bisschen runter. Ich werde aber auch hier wieder die Taktik machen müssen, dass ich mal zwischenzeitlich rausgehe, damit die alle wieder despawnen da unten. Ich kann hier ruhig das Wasser auch entfernen. Mit dem Wassereimer nehmen, denn von oben fließt ja nach. Boah, das ist echt hardcore voll da unten schon wieder. Ich baue mich mal senkrecht auf den Spawner runter, baue diesen ab und von da starte ich dann weitere Operationen mal hier. Aber das ist ja... boah, der Raum, ey. Nein, ich habe schon wieder über mir zugebaut. Ich kann das nur noch einmal machen. Dann ist vorbei. Ich werde schon hier massenweise wieder abgelasert. Okay, da habe ich wieder Mining Fatigue bekommen. Ja, komm hier, ihr Guardians, lasert euch gegenseitig. Ihr habt das noch massenhaft Kisten noch drin. Ich glaube nicht, dass es wichtige Kisten sind zu den Advancements, weil ich bin eigentlich fast am Ende. Vielleicht Enderperlen, so ein Shit, kann ich mir waschen. Oh, da liegen ziemlich viele Inksäcks so rum. Ja, ich schwimme mal kurz ein bisschen runter, setze zwei Blöcke und schwimme wieder hoch. Nicht wieder Fackeln. Schwimme ich wieder runter. Setze ein paar Blöcke, schwimme wieder hoch. Wieder runter, setze Blöcke wieder hoch. Dann ein bisschen Wasser platzieren und ab einsammeln, wieder platzieren, damit ich immer weiterkomme. Ja, kann ich hier setzen? Ja, ich kann setzen. Boah, da geht's echt richtig ab hier. So ein Raum ist super ekelhaft. Daher, ich werde abgelasert des Todes. Super, super ekelhaft. Spiel trotzdem schön vorsichtig hier. Super vorsichtig. Jetzt kann ich da wieder einsetzen und wieder hoch. Ah, warte, ich kann immer die Elder Guardians hitten, wenn die in meiner Nähe sind. Ich will ja die loswerden, aber die Frage ist, ist ein Elder Guardian Spawner da? Oder sind einfach nur natürlich welche von denen hier reingesetzt und das war's? Das ist natürlich die andere Preisfrage. Wenn ein Spawner da ist, dann gute Nacht. Wenn kein Spawner da ist, dann kann man da vielleicht was drehen. So, ich habe jetzt aber keine Blöcke mehr. Ich muss nach oben schwimmen. Nein, doch, ich habe noch ein paar Bricks dabei. Dann nehme ich halt ein paar normale Bricks. So, jetzt habe ich keine mehr dabei. So, jetzt habe ich noch ein paar Bricks hier. Die kleinen Guardians brauche ich gar nicht klatschen. Ich warte, bis die despawned sind einfach. Wieder ein Elder. So, wieder nach oben. Ey, das... tja, für die Fischbewohner muss das ziemlich witzig aussehen hier. Ja, wieder einer rein. Oh. Also ich halte hier ein Stückchen aus. Das ist eigentlich ganz okay.
Ich kann auch reingucken, wenn ich das so mache. Ja, einfach nur der Blindness-Effekt, den man Wasser bekommt, geht nur in Source-Blöcken, schätze ich, das ist einfach der Sinn. Lass mal ganz kurz hier. Ah, verdammt. Da habe ich wieder ein Dings bekommen. So, ich sehe nur einen normalen Guardian-Spawner. Alter, es ist übelst voll. Das ist ja schon fast verboten. Okay, das reicht mir jetzt erstmal. Ich schwimme wieder raus, ganz nach oben, hol mir Baublöcke und dann ja, mache ich hier weiter. Ich hole mir nochmal neue Milch und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder noch besser, ich habe gerade gesehen, die Folge schon wieder voll. Das mache ich im nächsten Part. Bis dann, das Krachen und tschüss.